Herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video, meine Freunde. Und heute wird es grundsätzlich um das Thema Food Focus gehen. Ich glaube, Food Focus ist ein Thema, das ja eigentlich nirgendwo angesprochen wird. Also ich finde sehr, sehr wenig davon und muss echt sagen, dass Food Focus gerade bei mir eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass du bzw. jemand von euch sich auch schon mal damit befassen musste und dem es auch so ein bisschen Leid getragen hat. Jetzt mache ich mir aber erstmal was zu essen und nebenbei erzähle ich euch ein bisschen was. Und ich zeige euch jetzt mal meine aktuelle Lieblingsmahlzeit als Pre-Workout. Und zwar, alles was man dafür braucht, sind zwei Brötchen, Brot, whatever. Ein Körniger Frischkäse. Ich hole immer den aus dem Lidl, weil der 300 Gramm hat. Ist auch ziemlich billig und nur 0,8 Gramm Fett. Da in den Körnigen Frischkäse gibt es so ein ESN, das Flavin Tasty, das ist so ein Geschmackspulver, das ich aktuell sehr, sehr stabil feiere, und zwar im Geschmack New York Cheesecake. Und als Topping gibt es noch einmal die Mövenpick Marmelade im Geschmack Waldfrucht. So, jetzt wird sich das Ganze mal zubereitet und nebenbei erzähle ich euch schon mal ein bisschen was über das Thema Food Focus und wie mich das in den letzten Jahren begleitet hat. Also, Thema Food Focus. Der ein oder andere wird es wissen, wenn er mich auf Instagram verfolgt, bin ich so ein kleiner Food Lover. Ne? Also ich liebe Essen über alles und das hat sich auch noch nie geändert. Ne? Und Food Focus hat mich einfach extrem lange schon begleitet und ich wusste nie so richtig, wie ich damit umgehen soll. Es hat sich so angefühlt, als ob, egal was ich mache, ich nie satt werde. Und das war so ein grundlegendes Problem bei mir. Auch in der Off-Season, Peak-Off-Season, hatte ich immer das Gefühl, ich werde nicht satt. Und ich weiß mittlerweile ein paar Gründe, warum das so ist. Jetzt mache ich mir erstmal mein Essen fertig, Leute. Und dann erzähle ich euch genau, was ich geändert habe, um meinen Food-Fokus ein bisschen in den Griff zu bekommen. My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice cream. So, und das hier sind meine kleinen Meisterwerke. Und ich kann euch eins sagen, Leute, als Pre-Workout eignet sich das ganze Meal richtig gut. Hat auf jeden Fall gut Protein. Ich denke, irgendwas plus 40 Gramm. Ungefähr auf 40 41, 42 Gramm, irgendwo wird sich das beziehen. Also Pi mal Daumen von mir jetzt gesehen, ja 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ein bisschen darunter. Ich esse da auch noch ein kleiner Protein oder einen kleinen Proteinpudding dazu. Dann bin ich auf jeden Fall optimal versorgt, dann warte ich jetzt circa 2 Stunden und dann geht es für mich ins Training. Also habt ihr hier auch noch eine kleine Pre-Workout-Idee. Und Leute, wenn euch das Video bisher schon gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Favorite Pre-Workouts sind. Ich suche auch immer wieder ein bisschen Inspiration, bin da echt froh, wenn ihr mir ja vielleicht einen Tipp gebt, was bei euch aktuell so am Start ist. Im besten Fall auch vegan, beziehungsweise vegetarisch, vegan nicht unbedingt. Und ja, dann werde ich das vielleicht auch mal implementieren und auch vielleicht der Community mal zeigen, was ich von euren Pre-Workouts so halte. Auf jeden Fall, wer auch noch ein bisschen was sparen will, aktuell gibt es bei ESN richtig dicke Rabatte im Sinne der Black Week. Und zwar könnt ihr bis zu 25% sparen mit dem Code Daniel25. Ja, mit dem Code Daniel25. 25% sparen und es gibt noch so richtig coole Sonderdinger, sprich ihr kauft ein Produkt, kriegt eins umsonst und so weiter und so fort. Also checkt das unbedingt mal ab. Hier in der Beschreibung ist der Link zu der ESN-Seite. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt und Daniel25 anwendet. So, jetzt gibt es von mir erstmal meine 5 Tipps, wie ich es geschafft habe, meinen Food-Fokus extrem stark zu reduzieren und was ich euch oder dir da draußen empfehlen würde. Und jetzt kommen wir zu den 5 Strategien, die dir dabei helfen, den Food-Fokus etwas zu drosseln. Und zwar habe ich einige davon schon probiert, beziehungsweise ich habe eigentlich alle schon probiert. Dementsprechend kann ich ganz gut aus Erfahrung sprechen, was mir persönlich geholfen hat. Der erste Tipp, den ich für alle Leute da draußen habe, die vor allem in der Off-Season sind. Leute, versucht unbedingt, wirklich unbedingt, wenn ihr das Ganze schon ein bisschen länger handhabt, also wenn ihr schon ein bisschen mal getrackt habt und so weiter und so fort, nochmal ein bisschen mehr mit Routinen zu arbeiten. Arbeitet mit Routinen, guckt, dass ihr geregelte Mahlzeiten am Tag habt, nicht einfach so random irgendwo nach irgendeinem Food sucht.
Und zwar sage ich ganz explizit Routine, weil eben eine Routine, wenn du zu gewissen Uhrzeiten, also zu bestimmten Uhrzeiten, bestimmte Mahlzeitengrößen bzw. Makronährstoffe und eben auch Mikronährstoffe konsumierst, sprich zum Beispiel morgens hast du deine erste Mahlzeit, nehmen wir einfach mal wie Beispiel wie bei mir in Porridge, dann als zweites irgendwie ein Shake plus ein bisschen Obst und abends nach dem Training gibt es dann eine große Kohlenhydratmahlzeit mit ausreichend Ballaststoffen, dass du eben gut gesättigt bist und dir vielleicht dann noch zulässt, einen Proteinriegel oder ein Eis oder was auch immer zu essen. So, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr stark geholfen. So, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ein High-Protein-Ansatz. Besonders die Leute, die extremen Food-Fokus haben, können davon profitieren, das Protein gegebenenfalls ein bisschen hochzuschrauben. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das Protein irgendwo Richtung 5 Gramm hochschrauben sollt, nein. Aber wenn man sich die aktuelle Datenlage anschaut, dann sieht man halt eben, dass ja ein Protein-Intake von 1,6 bis 2,2 Gramm für die meisten Personen da draußen schon ausreichend ist, um maximal Muskulatur aufzubauen. Allerdings ist es bei Proteinen so, durch Protein erfährst du eine erhöhte Sättigung und eben auch der Thermic Effect of Food, der vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, wird bei Protein eben stärker sein wie bei den anderen Makronährstoffen. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass wenn ihr das Protein ein bisschen erhöht, sagen wir mal auf 3 Gramm, vielleicht sogar auf 3,5 maximal, also wirklich maximal, das ist auch nur aus dem Aspekt Food Focus heraus, dass es sein kann, dass ihr eben eine höhere Sättigung erfahrt und dementsprechend auch gegebenenfalls minimal mehr Kalorien essen könnt aufgrund von dem Thermic Effect of Food. Mir persönlich hat es geholfen, das Protein von 2,3 Gramm zum Beispiel, beziehungsweise 2,2 Gramm der oberen Spanne, auf 2,5 bis 3 Gramm hochzuschrauben und ich handhabe das Ganze dann so ein bisschen flexibler. Der dritte Punkt, den ich jedem raten kann, ist auf jeden Fall die Nahrungsmittelauswahl ein bisschen anzupassen. Und zwar, ja, mittlerweile ist es zwar mega krass am Kommen, if it's with your macros, jeder hat es schon mal gehört, jeder findet es auch irgendwie geil, ein Eis irgendwo rein zu tracken. Ich habe das Ganze auch schon gemacht, ich habe das durch. Ich habe das Eisgame wirklich komplett durchgespielt, ich habe jedes Eis schon gegessen, habe versucht immer Pizza mit einzuplanen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann in meiner letzten Prep kam der Knackpunkt und ich habe gesagt, okay, Daniel, probier es doch mal mit cleanerem Food. In der letzten Prep habe ich fast ausschließlich nur clean gegessen. Ich hatte jeden Tag meine gleichen Mahlzeiten, meine gleichen Routinen und es hat super gut funktioniert. Und da hat mir einfach extrem geholfen, if it's with your macros, nicht zu ernst zu nehmen. Das bedeutet, ich habe mir eine gewisse Flexibilität gelassen und so ist es, glaube ich, auch eigentlich der bestmögliche Weg, indem ihr euch eine gewisse Flexibilität lasst, auf kein Nahrungsmittel verzichten zu müssen, allerdings bei eurer Routine zu bleiben. Und ihr seht, die Punkte, die vereinen sich so ein bisschen. High Protein, Routine, if it's with your macros, nur gegebenenfalls. Und ich habe mir das einfach freigelassen für Anlässe, wenn ich bei der Oma auf dem Geburtstag war, wenn ich bei Freunden zu Besuch war, wenn ich auf irgendeinem Fest war oder unterwegs war und wusste, ich kann nicht meine Routinen so wahrnehmen, wie es normalerweise der Fall sein müsste. Und da habe ich dann if it's with your macros angewendet. Aber ich habe nicht drauf geschaut, mir unbedingt jeden Tag ein Eis reinzuklatschen oder eine Pizza reinzuklatschen. Nee, das nicht. So, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war eine Kalorienspanne. Und zwar würde ich das in der Diät als auch in der Off-Season relativ empfehlen. Und zwar ist es so, dass wenn ihr euch in einer Spanne bewegt, ihr immer wieder Tage habt, an denen ihr natürlich mehr Hunger habt, an denen solltet ihr gegebenenfalls auch ein bisschen mehr essen. Und an Tagen, an denen ihr weniger Hunger habt, solltet ihr ein bisschen weniger essen. Die Spanne kann natürlich in der Off-Season ein bisschen flexibler sein, wird automatisch flexibler sein, weil ihr mehr Nahrung zuführt, weil die Lebensmittel ja sowieso auch eine gewisse Abweichung von 10-20% haben und ihr sowieso nicht 100% immer Makronährstoffe hitten könnt. Und mit einer Spanne habt ihr einfach diesen Vorteil, dass ihr nach oben und nach unten ein bisschen flexibler seid und eben auch psychisch nicht unbedingt so stark an einen fixen Wert gebunden seid. Das bedeutet, ihr habt nicht das Verlangen, genau diesen Wert zu erreichen. Jemand, der im Food-Fokus drin ist, der wird es kennen. So, du hast 3000 Kalorien zur Verfügung am Tag und bevor die 3000 nicht plus minus 10 Kalorien gedeckt sind, werdet ihr den Food-Fokus, beziehungsweise dann seid ihr nicht zufrieden an dem Tag. Ne? Weil man immer denkt, ja okay, was könnte ich hier vielleicht noch rein snacken und wenn das nur ein Haribo ist und keine Ahnung. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine, das kann euch psychisch auf jeden Fall eine gewisse Entlastung schaffen.
Und der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das ist besonders für erfahrene Athleten beziehungsweise auch Athleten, die schon länger in der Offseason sind und die auch einen gewissen Bezug zur Ernährung schon geschaffen haben. Der letzte Punkt ist das intuitive Essen. Aber das intuitive Essen in diesem Sinne, dass man sich an gewissen Routinen orientiert beziehungsweise gewisse Grundbedürfnisse eines Bodybuilders deckt. Ich sag mal so, jeder, der sich daran hält, pro Mahlzeit 0,5 Gramm ungefähr Protein zu essen, eine gewisse Aminosäurequelle da drin zu haben und die Makronährstoffe irgendwo zu hitten, der kann auf jeden Fall mal versuchen, das Ganze ein bisschen intuitiver ohne Tracken anzugehen. Intuitives Essen wäre ja prinzipiell, du isst nur, wenn du Hunger hast. Ob das als Bodybuilder so sinnig ist, das ist halt eben die Frage, weil manche Leute haben einfach wirklich mehr Hunger, manche haben deutlich weniger Hunger und entweder wäre man fett oder man wäre dünn in der Regel. Und das ist nicht unbedingt so förderlich, wenn man das Beste aus sich rausholen will. Aber wenn du versuchst, an deine Routinen anzuknüpfen, das Tracken einfach mal wegzulassen und mehr zu eyeballen, kann es dir auch dabei helfen, einfach wirklich den Food-Fokus loszuwerden. Und der letzte Punkt, der allerdings nicht wirklich eine Strategie ist, beziehungsweise der einfach sehr, sehr lange dauert und nicht direkt anwendbar ist, ist der Punkt, dass du sehr, sehr lange in einem Kalorienüberschuss zumindest auf Erhaltungskalorien bleiben musst. Die Zeit ist einfach nötig, damit sich dein Körper anpasst. Gerade nach einer Diät ist es so, dass die Resting Metabolic Rate erstmal nach unten ist. Also das bedeutet, euer Grundumsatz ist sehr niedrig und so weiter und so fort. Und das dauert einfach nochmal, bis das einfach nochmal in Einklang ist. Ne? Genauso auch Leptin wird in einem höheren Körperfettmilieu eben, wirkt dann einfach deutlich mehr. Ne? Man hat einfach weniger Hunger und das alles hängt natürlich auch irgendwo mit dem Food-Fokus zusammen. Und wenn ihr diese Tipps befolgt und wirklich auch langfristig implementiert, dann kann ich euch sagen, dass euch das helfen wird. Mir hat es geholfen und ich bin ein richtig stabiler Foodie. Also ich liebe Essen über alles. Ich war auch noch nie an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr, wenn mir jetzt jemand einen Ben & Jerry's noch hinstellen würde, dass ich das nicht mehr essen würde. So, da war ich noch nie, das habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe es geschafft, von diesen Cravings, ne, diesem wirklichen Verlangen, irgendwas essen zu müssen, was halt eben in die Makros passt, da bin ich schon sehr, sehr gut weggekommen. Das war für mich persönlich schon ein großer Schritt. Und vielleicht ist ja einer von euch darunter, unter den Zuschauern, denen es genauso geht und dem ich mit den Tipps vielleicht einfach ein bisschen helfen konnte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, haut's in die Kommentare. Gerne auch Anregungen für neue Videos, gerne auch eure Meinung zu dem Thema, was euch vielleicht geholfen hat, aus dem Food-Fokus rauszukommen, würde mich echt extrem interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Peace out.